Hallo, Sir. Hey, Sir. Captain, schnell! Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Es ist so schön, dass Nick zu Hause ist. Aber es fiel ihm immer schon schwer, still zu sitzen. Rede mit ihm, wenn du ein Fahrzeug brauchst. Autos, Quads, Boote. Ja, ich weiß. Ach, ich wette, er könnte dich sogar in die Luft kriegen, wenn du ihm mit seiner Werkstatt hilfst. Hier habe ich ja einen Traum. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird. Liebe Güte! Wikipedia läuft unter Folter!
Captain. Du wurdest gewarnt. Aber Rush und du, ihr müsst uns ja immer Probleme machen. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Kopf hoch. Na los. Die Uhr tickt. Sieh sie dir an, Häschen. Die Tür wird sich nicht von allein öffnen. Nur knapp überstanden. Wir müssen unsere Vorräte aufbauen und verschnellen. Thank you.
dich ist. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Komm schon. Du warst bis jetzt so gut. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Dauern diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst, diesen Ort in etwas zu verwandeln, was er niemals sein wird? Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Und immer wieder! Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft! Für niemand! Thank you.
Michelle, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er. Versprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Lass gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie der einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis er nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush! Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du... Du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Hallöchen, ich hab nachgedacht. Ich hab dich bei Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen. Aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Hast du nicht so einen verrückten kleinen Scheißer namens Irvin kennengelernt? Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein. Ich weiß, dass er nicht. Diese Basis ist alles, wovon sie geträumt hat.